So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City. Und erstmal müssen wir ihn hier scannen. Wer hat hier das Sagen, die Marionette oder der Marionettenspieler? Ich liebe es. Es ist einfach so geil. Nein, du sollst nicht da hochklettern. Du sollst den Knopf drücken, Mann. Was ist los? Ja, der Pinguin weiß schon, wie er mit seinen ungebetenen Gästen umzugehen hat. Und hier ist ein ganz besonderer Schaukasten. Für wen wird dieser wohl sein? Nur dass das niemals passiert ist. Und ratet mal, wer hier drin war. Ja, der gute Victor Sass. Hatte hier auch einen kleinen Platz. Aber der ist ja ausgebrochen und terrorisiert die Leute in Arkham City. Deswegen bringt das nicht viel. Dann wollen wir doch mal weitergehen jetzt. Können wir das hier schon machen? Nee, ich glaube nicht. Nee, können wir noch nicht. Oh. New recruits this way. Ach ja, das war, glaube ich, irgendwie so. So. Jetzt haben wir das Tor schon mal geöffnet. Da oben ist noch eine Riddler-Trophäe. Ich weiß auch, wie wir da hinkommen. Ach so, ja. Klar, das geht nicht durch den... Durch den Stacheldraht, der da drauf ist, da können wir noch nicht hin. Das müssen wir mit dem Line Launcher machen, glaube ich. Aber das hier ist ein Rätsel. Fällt er aus dem Rahmen oder liegt das in der Familie? Ein Familienporträt von Familie Coppelpot. Und ja, das Kind war früher schon immer so hässlich. Guckt es euch an. Aber jetzt heißt es erstmal auf die Schnauze. Und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird ein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hör zu, man könnte mich einen Sammler nennen.
Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahme! Okay, also wird er wahrscheinlich keinen von denen aufnehmen. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen Konzentration angesagt, damit ich die Typen auch alle ausgeschaltet kriege. Och, komm schon! Oh, du dumme Sau. Ja, genau, das dauert nicht lange. Oh Mann! Ey, Alter! Da haben die mir aber doch ganz schön gegeben. Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Du bringst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Nicht dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Oh! So. Okay, 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 okay. Werf mich ab. Oh, da hat er drei auf einmal ausgeschaltet. Habt ihr das gesehen, Leute? Oh. Und jetzt komm. Zack. Bam. Und das war's. Ja, da hat der kleine Cobblepot leider nicht mit der unglaublichen Stärke von Batman gerechnet, warum auch immer. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. Dann lesen wir uns natürlich die Biografie von Oracle durch. Der richtige Name ist Barbara Gordon und sie ist Informationshändlerin. Gotham City's Police Commissioner James W. Gordon hatte seiner Tochter Barbara Gordon verboten, dem Gotham City Police Department beizutreten. Aus diesem Grund wurde sie Batgirl und kämpfte jahrelang an der Seite von Batman. All das fand allerdings ein Ende, als Joker ihre Wirbelsäule durchschoss. Von der Hüfte abwärts gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt, wählte Barbara Oracle als ihre neue Identität. Sie steht dem Dark Knight nun mit ihren Computerkenntnissen zur Seite und versorgt ihn, während er das Verbrechen bekämpft, mit einem steten Fluss von Informationen.
Eidetisches Gedächtnis kann sich alles, was sie sieht und liest, merken. Weitläufiges Hauptquartier im Uhrenturm von Gotham City. Erstklassige Fähigkeiten im Umgang mit Computern und beim Hacken. Da kann ich mich sogar an eine Folge der animierten Batman-Serie erinnern, glaube ich, wo man auch den Glockenturm von Barbara sieht, also von Oracle, wo sie ihre Basis drin hat. Verstärkter Gleitangriff. Was haben wir da denn? Dieser unglaublich starke Angriff ermöglicht es, mehrere Gegner mit einer Bewegung auszuschalten. Was ist denn los gerade? Meine Güte. Das Batman sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Nee, das hört sich ja auch irgendwie nicht so toll an. Ausrüstung. Haben wir auch nichts Neues. Nee. Komm, wir rüsten Catman auch mal. Die Kugel, Catman. Ich habe gerade Catman gesagt. Catwoman auch mal. Die erste kugelsichere Panzerung. Okay. Ich glaube, es war irgendwie so, dass ich mit dem ferngesteuerten Batarang hier durch die Gegend fliegen musste. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Okay, ich muss ihn auf jeden Fall nicht aufladen. Aber dadurch öffnet sich dieses Tor. Man kann die anderen Tore auch öffnen, aber ich habe leider nie herausgefunden, wie das funktioniert. Keine Ahnung warum. Und was wir auf jeden Fall machen werden, wenn ich hiermit fertig bin mit dem Museum, werden wir nochmal zurück in das Stahlwerk von Sionis gehen und diese eine Tür da öffnen, die da in den Untergrund geführt hat, wo die Typen geredet haben. So. Wofür haben wir das Ganze denn jetzt gemacht? Aber doch nicht nur dafür, oder? Doch, Tatsache. Urzeitlich. Ich glaube, damit habe ich irgendwas angeschaltet jetzt. Nein, das ist kein Objekt. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer ungewohnten Perspektive. Okay. Das heißt, irgendwo hier haben wir wieder ein Fragezeichen und einen kleinen Punkt, den wir einfach nur miteinander verbinden müssen. Aber erstmal kümmern wir uns hier rum. Nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Komm doch, wenn du hier fertig bist, zur Eisbike Lounge. Damit ich dir nochmal in den Hintern treten kann. Genieß dein Bulleneis. Ja, ich sehe es. Es gibt halt nur ein Problem bei der ganzen Sache hier. Bitte. Hilf. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein. Mir Zeit lassen. Da ist das Fragezeichen. Hier drüben, bitte.
Bitte, hilf mir! So, dann hätten wir den auf jeden Fall schon mal gerettet. Hier dürften Sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören Sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest Ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und, naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe Sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Und da ist der Punkt. Wie, das ist doch in Reihe, ich bitte dich. Hallo? Okay, dann machen wir das Ganze anders. Also von hier unten kann es aber auf keinen Fall sein. Ja? Verzeih, Batman. Hab ich vergessen, meine kleine Freundin zu erwähnen? Darf ich vorstellen? Tiny! Wer hätte gedacht, dass ein großer Fisch so nützlich sein könnte? Ich jedenfalls nicht. Ist wie ein beweglicher Müllschlucker, was immer ich auch ins Becken werfe, verschwindet. Punkt. Problem gelöst. So, da hätten wir noch einen, den wir retten können. So, und bei dem wird es ein klein bisschen komplizierter. Ja, nicht wirklich unlösbar, aber auf jeden Fall schon ein bisschen anders. Denn wir müssen nah genug an den ran. Sonst wird das nichts. Dann holen wir den auf das Floß rauf und dann können wir mit dem Floß nämlich da drüben hin. Sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. So. Ich will das Rätsel jetzt lösen. Bitte! Ich brauche Hilfe! Was ist denn los, Alter? Bleiben Sie vorerst hier. Kein Problem, Sir. Es sind noch mehr von uns hier. Wenn sie noch leben, dann finde ich sie. So, mehr kann ich für dich nicht tun, ne? Also, wenn du rübergehen willst, dann mach das ruhig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das darf doch nicht wahr sein, oder? Ist das gerade wirklich passiert? Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Wenn ich das jetzt nochmal machen muss, ne? Habt aber Glück gehabt. So. Dann wollen wir doch einfach mal hier lang gehen. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Ja. Keine
Sorge, Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. An mir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mir Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Bis auf den Anzug keine Spur von Freeze. So gut wie er lebt. Ohne ihn überlebt er nicht. Ich muss ihn finden, bevor es zu spät ist. Zuhören! Pinguin, ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. So, den da unten dürfen wir auf jeden Fall nicht angreifen. Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Wen haben wir denn da? Ich hätte dir recht, hätte mich nicht beklauen sollen. Geht schon mal. Ich komm nach. Ich muss auf jeden Fall... Ist es eigentlich zu viel verlangt, dass ihr euren Job macht und ihn aufhaltet? Ich hoffe nicht. Ich muss auf jeden Fall taktisch vorgehen und ich sehe gerade, dass wir auf jeden Fall überziehen werden, aber das werde ich noch machen jetzt. Ich sehe, was du machst. Da oben hängt einer fest. Kommt hier rüber. Auf welchen hat er denn jetzt gerade geschossen? Hey, was ist mit dir passiert? Wie bist du da aufgekommen? So. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? So wird das nächste. So. Wir finden dich und legen dich auf. Ich glaube nicht. Seien Sie leise. Dann sind Sie sicher. Ja, ist natürlich schön, dass Sie jetzt alle drei in einer Linie gehen. Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ich muss mal eben nach oben. Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. So, gucken wir uns das Ganze mal von hier an. Hey, wach auf, Mann! Komm, wach auf! Der verarscht uns nur. So, den kann ich nicht ausschalten. Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Hockt nicht alle auf einem Haufen zusammen, Leute. Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken. Viel Glück. Darauf ist er nicht. Wo ist er? Na komm. Das macht mich sehr unglücklich. Er lässt euch wie ein paar Trottel aussehen. Glück. Oh, das war knapp. Das war echt knapp gerade. Aha. Tu mir nicht weh, bitte! Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Wie sehr muss ich dir wehtun? Nein, nicht. Ich rede. Daran habe ich nie gezweifelt. Perfekt. Was geschieht da drinnen? Habt ihr Batman schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Antwortet mir! So, aber was genau mit dem Anzug von Freeze ist und was Batman noch alles machen wird, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Vielen Dank wie immer für eure Aufmerksamkeit und bis dann, Leute. Ciao, ciao.